Zwischen Lahn und Walburger Rathaus liegt der große Festplatz an der Hainallee. Noch ist er leer. Doch gibt es Organisatoren, die sich zusammengeschlossen haben und in Weilburg vom 9. bis 11. August ein großes Partyprogramm anbieten werden. Weilburg Open Air hat ja lange Tradition. Seit 1996 gibt es Open Air in Weilburg. Viele kennen es unter der Dachmarke Pop am Fluss. Dieses Jahr ganz was anderes, nämlich 3 Tage unterschiedliches Programm. Im Prinzip Party, aber für alle Zielgruppen, von den Kindern, und da sind wir bei dem Freitag, die Lochis, bei jugendlichen Kids bekannt, 2 Millionen Follower und mehr, eine richtig klasse Truppe, die 2 Jungs, die mit ihrem großen Band in Weilburg auf der Bühne stehen werden, und das wird von uns MK-Veranstaltungen veranstaltet. Weil ich mit in Kontakt kam mit den Veranstaltern der Mallorca-Party, die mich gebeten haben und beauftragt haben, für das Thema Sicherheit bei der Mallorca-Party zu sorgen und auch für viele organisatorische Themen zuständig zu sein. Das ist unser Business. Und so hat sich dann das Festival entwickelt, sodass wir jetzt 3 Tage haben. Freitags mit den Lochis, veranstaltet von uns als MK-Veranstaltungen. Samstag die große Mallorca-Party. Da stecken kreative Köpfe dahinter, wie der Matthias Distel alias Ige Hüftgold oder umgekehrt, wie man sehen will. Und den Sonntag mit Comedy Park, auch Matthias Distel, Hedmar Schlosser von der Krone. Wir freuen uns natürlich riesig auf das, was da kommt, weil das wird für Weilburg schon ein Meilenstein, beziehungsweise nicht für Weilburg, sondern für die ganze Region. Und deshalb freuen wir uns, dass wir auch gastronomisch da ein Highlight setzen können. Also das heißt, von familienfreundlichen Angebote über spezielle Dinge, über eine Cocktailbar, über ein Barbecue, was es im VIP-Bereich geben wird etc. Wer uns kennt, weiß, dass es da ganz besondere Highlights geben wird. Und jetzt hoffen wir nur, dass der Wettergott da uns auch noch holt ist. Und dann, glaube ich, haben wir ein 3-Tages-Format, das hier um seinesgleichen sucht und das jetzt schon mal Wiederholung schreit, ohne dass es stattgefunden hat. Ich freue mich, viele Namen auf der Künstlerwahl zu begrüßen. Also wer die Namen kennt, und dies, sei es auf der Mallorca-Party, sei es am Freitag oder sei es am Comedy Park, das ist schon so viel namhafte Künstler auf einem Fleck hatten an einem Wochenende, glaube ich noch nicht. Starten werden die Lochis. Hey, was geht? Hier sind's die Lochis und wir freuen uns schon mega auf den 9. August, weil dann kommen wir zu euch und zwar in Weilburg zum Open Air und spielen da und haben hoffentlich zusammen eine richtig schöne Zeit. Ja, auf die Pressekonferenz schaffen wir es leider nicht, aber ist auch egal, wir haben einfach Bock auf ein mega geiles Konzert zusammen mit euch. Und ja, wir sehen uns da dann spätestens am 9. August dann bei euch. Und wenn ihr noch kein Ticket habt, unter mk-veranstaltung.de, da gibt's Tickets und dann sehen wir uns hoffentlich alle im Sommer. Also, Tickets sichern, bevor sie weg sind, ne? Vor allem dem jungen Publikum sind die Influencer ein Begriff. In Weilburg werden sie mit einer großen Liveband ihr Konzert gestalten. Der Düsseldorfer Poprapper Kayev und der junge Songwriter Yannick Brunke werden die Lochis bei diesem Open-Air-Konzert tatkräftig unterstützen. Am Samstag geht es dann weiter mit der Mallorca-Party Deutschland, die wir in Weilburg natürlich jetzt hier platzieren. Autor, Musikproduzent und Agenturinhaber Matthias Distel zeichnet für diesen Programmteil verantwortlich. Er dürfte den Partygängern eher als Icke Hüftgold bekannt sein. Wer es schon mal gesehen hat, ich habe eigentlich dann auf der Bühne so eine Perücke auf, nenne mich Icke Hüftgold, singe relativ schlimme Lieder, aber immer unter dem Aspekt der Satire, habe tolle Kollegen mitgebracht. Matthias Distel ist es gelungen, namhafte Künstler wie DJ Icebear, DJ Mr. Black, die Kreisliga-Legende, den Almklausi, Lorenz Büffel, Easy Glück, Ingo ohne Flamingo und Honk zu engagieren. Am Sonntag gibt es dann was ganz Neues. Ich habe ein Konzept geschrieben, das nennt sich der Comedy Park. Und da kommen dann sehr, sehr erfolgreiche Comedians aus Deutschland, die eine Mixed Show spielen. Und angeführt von Tom Gerhardt, der die Moderation übernimmt. Hausmeister Krause, Dennis aus Hirt, Matze Knob, Thorsten Bär, Erkan und Stefan sowie Nicole Jäger werden das Open-Air-Publikum bestens unterhalten. Die Stadt Weilburg, die muss ich noch mal erwähnen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass meine Heimat, ich bin ja ein Eschöver Bub, mir die Möglichkeit gibt, mich hier auszutoben. Und ich hoffe, dass wir ein sehr, sehr erfolgreiches Format hier auf die Beine bringen, was in den nächsten Jahren dann irgendwie Bestandteil der Kultur hier in Weilburg sein wird. Alles in allem wird es ein großartiges Eventwochenende im August in Weilburg auf dem Festgelände am Lahnufer geben. Karten sind ab sofort im Vorverkauf erhältlich. Es wird mit Sicherheit eine ganz, ganz runde und klasse Geschichte für alle Altersgruppen. Wird das auf Dauer der Ersatz sein für Pop am Fluss?
Nein, das will ich so nicht sagen. Ersatz für Pop am Fluss soll es nicht sein. Pop am Fluss ist eine eigene Marke und unter dem Dach haben wir seit vielen Jahren wahnsinnig große Künstler nach Weilburg geholt. Pop am Fluss ist das eine. Party in unterschiedlicher Form mit der Mallorca-Party ist das andere. Aber es ist natürlich geplant, dass das keine einmalige Geschichte ist, sondern wenn wir dieses Jahr erfolgreich sind, was wir zeigen werden und wollen, dass wir erfolgreich sind und dass Weilburg dabei ist und die Stadt und alle Gäste uns unterstützen, dann wird natürlich das genauso auch mehrjährig stattfinden, ist unser Ziel, unser Wunsch. Und wenn es für Pop am Fluss entsprechend tolle Künstler gibt und sich das anbietet, dann findet auch Pop am Fluss statt in den jeweiligen Jahren. Und riesen viele tolle Künstler, das hat ja Weilburg in der Form noch nicht gehabt. 20 Promis, wo gibt's das? Ja, und in der Summe der Dinge fantastisch. Wir freuen uns drauf und unterstützen sie uns, weil geplant ist es natürlich fortzusetzen. Wir leben vom Wiederkommen.